Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Ritual. Vor etwa einem Monat fragte ich euch, was ihr denn gerne sehen wollt, beziehungsweise was ich denn allgemein mal öfter auf meinem Kanal bringen soll. Am allerhäufigsten kam dabei, dass ich doch mehr gruselige Rituale bringen soll. Und wisst ihr was? Ich habe hier eine ewig lange Liste mit gruseligen Ritualen, sodass euch dieser Wunsch nun ziemlich oft erfüllt werden kann. Und so fangen wir heute mit einem noch etwas harmloseren Ritual an, was aber an sich schon gruselig und gefährlich genug ist. Wie immer gilt, probiert das Ritual am besten gar nicht erst aus. Und solltet ihr es doch versuchen wollen, so geschieht dies auf eigene Gefahr. Das Ritual nennt sich das Badewannenspiel oder auch Daruma-san. Es geht dabei darum, einen Geist zu rufen und sich nicht von ihm fangen zu lassen. Für das Ritual selbst braucht ihr ausschließlich eine Badewanne. Und dann kann es direkt losgehen. Wichtig ist, dass das Ritual alleine durchgeführt wird. Führe das Ritual nachts, am besten kurz vor dem Schlafengehen, durch. Schalte alle Lichtquellen aus und fülle die Badewanne mit Wasser. Setze dich in die Badewanne mit dem Blick in Richtung Wasserhahn. Schließe nun deine Augen und fange damit an, deine Haare zu waschen. Sage dabei immer wieder leise: Daruma-san fiel hin, Daruma-san fiel hin. Mache dies so lange, bis du deine Haare fertig gewaschen hast. Öffne dabei niemals deine Augen. Hast du alles richtig gemacht, so wird dir im Kopf das Bild einer Frau erscheinen, die in der Badewanne steht. Sie rutscht aus, fällt mit dem Kopf auf den Wasserhahn, durchbohrt dabei ihr rechtes Auge und stirbt daran. Halte deine Augen unbedingt weiterhin geschlossen. Solltest du hinter dir etwas wahrnehmen, so drehe dich auf gar keinen Fall um. Stelle laut die Frage: Warum bist du in der Wanne hingefallen? Nachdem du die Frage gestellt hast, steige aus der Wanne. Lasse dabei die Augen geschlossen. Gehe aus dem Badezimmer und schließe die Tür. Ab diesem Moment kannst du deine Augen wieder öffnen. Gehe nicht zurück ins Badezimmer und lasse das Wasser die ganze Nacht in der Wanne. Lasse außerdem alle Lichter aus und geh schlafen. Das eigentliche Ritual beginnt nun, sobald du am nächsten Morgen wieder aufwachst. Verbringe den Tag, wie du es immer tun würdest. Du spürst allerdings die ganze Zeit eine Präsenz hinter dir. Wenn du über deine rechte Schulter siehst, kannst du Daruma-san vielleicht ganz kurz sehen. Sie hat wirres Haar und ihr fehlt ein Auge. Sie wird im Laufe des Tages immer näher an dich herankommen. Ist sie ganz nah bei dir, so rufe Tomare, japanisch für Stopp. Renne dann schnell weg. Durch den Ruf kannst du wieder eine Distanz zu ihr aufbauen. Es wird angeraten, das Ritual vor Mitternacht wieder zu beenden, da sie dich sonst im Schlaf fangen kann. Um das Ritual zu beenden, siehe über deine rechte Schulter und rufe laut Kitta, japanisch für Ich schneide dich los. Währenddessen musst du deine Hand auf und ab bewegen. Wenn du alles richtig gemacht hast, hast du gewonnen und das Ritual ist beendet. Dein Preis bzw. dein Gewinn könnte nun alles Mögliche sein. Gesundheit, Geld, Liebe, alles ist möglich. Sollte Daruma-san dich allerdings fangen, so ist nicht bekannt, was dann geschieht. Und solltest du wirklich in Erwägung ziehen, dieses Ritual durchführen zu wollen, so bedenke, dass es auch passieren kann, dass dich Daruma-san für den Rest deines Lebens verfolgt.